Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 8. April. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit News vom Tage. Die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda eröffnet ab Dienstag wieder ihre Mobilitätszentrale am Lausitzer Platz. Das geht aus einer Mitteilung des VVO hervor. Informationen zu den Öffnungszeiten sind an den Infotelefonen der Unternehmen zu erfahren. Zum Schutz von Mitarbeitern und Fahrgästen wird darum gebeten, die Servicestellen nur einzeln zu betreten. Wartende sind aufgefordert, den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Vorverkaufsstellen der Region sind wichtig, da die Zahl der Ticketautomaten geringer ist als im Ballungsraum rund um Dresden, heißt es dazu in der Mitteilung weiter. Zusätzlich können die Fahrgäste die Ticket-Apps VVO Mobil, DVB Mobil oder den DB Navigator nutzen. Alle Informationen zu den Apps gibt es online unter vvo-online.de/tickets-per-app. Eine zusätzliche Möglichkeit ist der Erwerb von Tickets per Post. Diese senden die Mitarbeiter gegen ein kleines Serviceentgelt direkt nach Hause. Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda vergeben trotz der aktuellen Situation weiterhin Arbeitsaufträge an Firmen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. So werden derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Polytechnischen Oberschulen 9 und 13 im Wohngebiet 5 die versorgungstechnischen Grundlagen für ein neues Wohngebiet gelegt. Dabei handelt es sich um Trink- und Abwasserleitungen sowie um die Verlegung von Fernwärme- und Stromtrassen für die nachfolgenden Gebäudeanschlüsse. Neben 4 Mehrfamilienhäusern der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda plant auch die Süber die Errichtung von 52 Doppelhaushälften an diesem Standort. Alkohol wird ja normalerweise nur eine sehr bedingt gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Da in Zeiten von Corona aber alles anders ist, gilt auch dies nicht mehr wie gewohnt. Die Wildener Weinbrennerei GmbH, Jägermeister Kamenz und die sächsische Spirituosenmanufaktur Kirschau stellen jetzt Alkohol her mit dem ausdrücklichen Ziel, die Gesundheit von Menschen aufrechtzuerhalten. Der hochprozentige Reinalkohol dient nämlich als Grundlage für die Herstellung von Desinfektionsmitteln. So beliefert Weinbrand Wilton beispielsweise die Bischofswerder Sonnenapotheke und Jägermeister das Kamenzer Malteser Krankenhaus. Freunde der edlen Tropfen müssen sich aber nicht sorgen, es werden auch immer noch Goldkrone und Kräuterlikör produziert. In Ottendorf-Okrilla hat eine Musikerin ihr Wohnzimmer zur Bühne gemacht. Wie viele ihrer Kollegen macht auch Violinistin Katrin Wettin damit aus der Not eine Tugend. Seit nunmehr 2 Wochen kann man dem Geigenspiel der 45-Jährigen via Facebook-Livestream zuschauen und zu hören. Übertragen wird aus ihrem Wohnzimmer, welches sie und ihr Mann zu einem kleinen Studio umgestaltet haben. Mit ihren Livestreams erreicht die Künstlerin bis zu 6.000 Menschen, die der Musik lauschen. Man müsse versuchen, auch in dieser Zeit kreativ zu bleiben, so Wettin.
Auch dienen die Wohnzimmerkonzerte dazu, um sich bei den Menschen in Erinnerung zu bringen. Sie sind zugleich eine gute Ablenkung in den auch für Künstler schwierigen Zeiten, weiß die Violinistin zu berichten. Am 20. Mai hätte sie ihren nächsten Auftritt in der Burkauer Kirche. Ob dieser stattfinden kann, ist allerdings noch unklar. Die Wohnzimmerkonzerte jedenfalls sind bis auf Weiteres unter facebook.com/violinenmusik mitzuerleben. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz werden dringend Erntehelfer gesucht. Das geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt Ostsachsen hervor. Da die sonst mithelfenden Saisonarbeiter aus Rumänien und Bulgarien nur bedingt einreisen können, kann eine reibungslose Ernte nicht garantiert werden, so die Gewerkschaft. Was auf den heimischen Feldern wächst, sei gefragte Ware, so Gewerkschaftschef Peter Schubert. Demnach stehen regionale Produkte hoch im Kurs, insbesondere als Alternative zu den auf Vorrat gekauften Ravioli-Dosen und Tütensuppen. Die Gewerkschaft ruft nun zur sogenannten Erntesolidarität auf. Jeder, der helfen kann, sollte das jetzt tun, so Schubert. Wer an der Mitarbeit auf Zeit in Land- und Forstwirtschaft, Obst, Garten und Weinbau interessiert ist, kann sich auf den Internetseiten der Landkreise dazu informieren. In dieser Woche hatte bereits der Freistaat einen Erntehelferappell an die sächsischen Studenten gerichtet. Nur noch ein Haufen Schutt war am Dienstagnachmittag von der ehemals beliebten Kirschauer Gaststätte Goldener Stern übrig. Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau hatte den Abriss des markanten Gebäudes im Ortszentrum in Auftrag gegeben. Laut Bürgermeister Sven Gabriel war das Dach bereits teilweise eingebrochen und es drang kontinuierlich Nässe ins Mauerwerk ein. Demnach bestand die Gefahr, dass die mit Schüttgut gefüllten und durchfeuchteten Zwischendecken der Last nicht standhalten und die Fassade unkontrolliert auf die angrenzende Straße fällt. Die mit dem Abriss verbundene Sperrung der Zittauer und der Kallenberger Straße soll noch bis Donnerstag andauern. Der laut Denkmalsliste um 1920 errichtete Stern diente zu DDR-Zeiten als Betriebsgaststätte und Gästehaus des Textilkombinates Wegro. Auf den Spielplätzen der Stadt Görlitz laufen aktuell zahlreiche Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten. Damit werden diese auf die Spielzeit nach der Corona-Krise vorbereitet, teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu ist auch eine Ausrüstung der Spielplätze mit entsprechendem Spielzeug geplant. So sollen nach der Wiedereröffnung diverse Materialkisten mit Sandspielzeug aufgefüllt werden. Für die Freizeitsportanlage in Oberneuendorf wurden bereits neue Bälle für Fußball, Volleyball und Basketball angeschafft und auf der Bobbycar-Strecke des Lutherplatzes warten zwei nagelneue Fahrzeuge auf ihren Einsatz. Zudem beginnen jetzt die Arbeiten zum Bau einer neuen Startrampe für die Dirtstrecke auf der Skate- und BMX-Anlage im Stadtteil Weinhübel. Die Rampe musste 2017 nach einem Brandschaden abgebaut werden. Für die Kultur im Freistaat Sachsen stehen jetzt zusätzlich rund 10 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll Kulturschaffenden schnell helfen und die Eigeninitiative fördern, teilt Staatsministerin Barbara Klepsch jetzt mit. Die intensiven Gespräche mit Akteuren aus dem Kulturbereich in den vergangenen Wochen haben deutlich gezeigt, wo schnelle Hilfe nötig ist. Dazu wird die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nun ein neues, unbürokratisches Stipendienprogramm mit dem Namen Denkzeit auflegen. Dieses richtet sich an Künstler und Kulturschaffende, um die Zwangspause kreativ nutzen und Ideen für die Zeit danach entwickeln zu können. Zudem wollen wir über die Kampagne So geht Sächsisch weiterhin Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten und so die kulturelle Vielfalt im Internet ermöglichen, heißt es dazu von der Ministerin weiter. Liebe Patientinnen und Patienten, wir sind weiterhin gern für Sie da. In den vergangenen Tagen erreichten uns aufgrund der aktuellen Situation zahlreiche Fragen. Die wichtigsten möchte ich Ihnen an dieser Stelle gern beantworten.
Ja, wir haben weiterhin von Montag bis Freitag geöffnet. Die Zeiten können jedoch variieren. Auf der Internetseite finden Sie unter Kontakt die jeweils aktuellen Öffnungszeiten. Sollten bereits vereinbarte Termine von Änderungen betroffen sein, melden wir uns selbstverständlich telefonisch bei Ihnen. Ihre ambulante Reha-Maßnahme wird wie geplant durchgeführt. Gleiches gilt für die erweiterte ambulante Physiotherapie, kurz EAP, und die intensivierte Reha-Nachsorge. Sollten Sie eine Verordnung für Physiotherapie oder Ergotherapie von Ihrem Arzt bekommen, können Sie diese selbstverständlich bei uns einlösen. Das geht auch online. Geben Sie dafür einfach www.heut-reha.de/Heilmittelverordnung in Ihrem Browser ein. Natürlich können Sie uns die Verordnung auch gern per Fax an 03571 6055 6110 senden. Oder Sie kommen einfach persönlich bei uns vorbei. Wir bearbeiten Ihr Rezept umgehend und stimmen uns mit Ihnen zu den Terminen ab. Gern auch telefonisch, deshalb bitte immer die Telefonnummer angeben. Wir führen auch Behandlungen im häuslichen Umfeld durch und achten dabei streng auf die Hygienevorschriften. Sollten Sie einen Hausbesuch verordnet bekommen, dann rufen Sie uns bitte an unter Hoyerswerda 605560 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an info@heu-rea.de. Unsere Präventionskurse wie Aquagymnastik, Rückenschule oder Yoga finden voraussichtlich erst Anfang Mai statt. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Sollten Sie kurzfristig teilnehmen wollen, dann melden Sie sich gern. Unser therapeutisches Fitnesstraining, Therafit, kann im Moment leider nicht stattfinden. Gleiches gilt für den Reha-Sport, für Herzsport oder für die Rheuma-Liga. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Sobald sich etwas ändert, melden wir uns selbstverständlich auch kurzfristig bei Ihnen. Liebe Patientinnen und Patienten, wir danken Ihnen sehr für Ihr Vertrauen, besonders in der aktuellen Situation. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit und wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Bei uns gibt es nun weitere Meldungen vom Tage und das Wichtigste zum Thema Corona für Sie zusammengefasst. Die Kostümabteilung des Theaters Senftenberg näht jetzt Schutzmasken. Auch wenn der Spielbetrieb der neuen Bühne Senftenberg ausgesetzt ist, werden die Ressourcen sinnvoll genutzt, heißt es dazu aus dem Schauspielhaus. So sollen in der Theaterschneiderei und auch in Heimarbeit zunächst 400 Masken für Mitarbeiter der ambulanten und stationären Pflege des ASB-Kreisverbandes Senftenberg entstehen. Weitere Schutzmasken für Pflegekräfte im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sollen dann dem Landratamt zur Verfügung gestellt werden. Deren Verteilung wird über die Landkreisbehörde koordiniert. Zur Unterstützung im Alltag von älteren und kranken Menschen sowie Angehörigen weiterer Risikogruppen stehen das technische Personal und der Vorpark des Senftenberger Theaters zur Verfügung. Die Schauspieler betätigen sich unterdessen in den sozialen Netzwerken und posten dort beispielsweise kleine Spielszenen. Das traditionelle Abbrennen von Hexenfeuern, Binden der Maibaumranken und das Aufstellen eines Maibaums sind im Stadtgebiet von Kamenz untersagt. Aufgrund der Allgemeinverfügung des Freistaates ist die Stadt gezwungen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, wird mitgeteilt. Der bereits verbotswidrig abgelagerte Baumverschnitt auf den Hexenhaufenplätzen, vor allem in den Ortsteilen Petershain, Rohrbach und Braunau, muss von den Verursachern bis zum 17. April wieder entfernt werden. Ansonsten drohen laut Stadtverwaltung empfindliche Strafen. Auch dürfen die bei der Stadt angezeigten Hexenfeuer auf Privatgrundstücken nicht abgebrannt werden, da auch hier das Versammeln von mehreren Personen naheliegt. Gestattet sind hingegen kleine private Feuer in sogenannten Feuerschalen.
Einen regelrechten Babyboom gibt es derzeit im Tierpark Görlitz. Offenbar ziemlich unberührt von der Covid-19-Krise tummeln sich hier mittlerweile zahlreiche Neugeborene, teilt die Einrichtung mit. 17 kleine Thüringer Waldziegen und rauwollige Pommersche Landschafe sowie 13 Sattelschweinferkel bevölkern nun den Naturschutztierpark neu. Auch ein Ende des Babybooms ist noch nicht in Sicht, verrät die Tierparkleitung. Wegen der behördlich verordneten Schließung können sich derzeit allerdings nur die Tierparkmitarbeiter an den Neuankömmlingen erfreuen. Damit Tierparkfans nicht alles verpassen, gibt es regelmäßig Infos auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken. Mit der Internetseite zoo-görlitz.de/kidsforwildlife hat der Tiergarten jetzt ein spezielles Online-Angebot für Familien mit Kindern eingerichtet. Die zum 9. Mai geplante Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft von Görlitz und Wiesbaden entfällt. Das hat die Stadt Görlitz jetzt mitgeteilt. Für diesen Tag war unter anderem ein Fest mit dem Empfang des Vereins Wheels for Europe sowie die Gründung eines Städtepartnerschaftsvereins vorgesehen. Zwei Drittel der Handwerksbetriebe in Südbrandenburg wünschen sich, dass die Corona-Beschränkungen im Land ab dem 20. April zumindest teilweise aufgehoben werden. Das ergab eine Blitzumfrage der Handwerkskammer Cottbus, an der sich in den letzten zwei Tagen 688 Unternehmen beteiligten. 81% derjenigen, die ihr Geschäft schließen mussten, wären bereit, Schutzmasken im Alltag zu tragen, damit sie ihrem Job wieder nachgehen können. Der Markt auf der unteren Elisabethstraße in Görlitz öffnet wieder ab Donnerstag. Nachdem sich keine weiteren Händler angemeldet haben, werden vorerst nur 4 Marktstände für die Besucher geöffnet haben. Am Ostersamstag sind dann 7 Händler vor Ort. Voraussetzung für den Verkauf ist die Einhaltung der bestehenden Hygieneauflagen. Dazu gehört der Mindestabstand von 2 Metern der Marktbesucher beim Anstehen an den Ständen. Zu einer der reisestärksten Zeiten in Deutschland werden die Straßen in diesem Jahr ziemlich leer sein. Seit Beginn der Einschränkungen durch die Bundesregierung am 16. März sinkt die Zahl der Staus in Deutschland massiv. Wie die Verkehrsdatenbank des ADAC ausweist, steckten Autofahrer in der Woche vom 9. bis 15. März in mehr als 9000 Staus fest. In der darauffolgenden Woche hatte sich die Zahl um fast 2/3 reduziert. Ähnliches gilt für die Staulänge und die Staudauer. Bis zu unserem Redaktionsschluss 17 Uhr lagen uns zu den Corona-Erkrankungen aus Ostsachsen und Südbrandenburg folgende Fallzahlen vor. Der Landkreis Bautzen verzeichnet 229 registrierte Erkrankungsfälle, somit 7 Personen mehr als gestern. Davon sind 79 Infizierte bereits wieder genesen. Im Landkreis Görlitz sind 199 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das sind 17 Personen mehr gegenüber gestern. Von den Erkrankten sind schon 18 wieder genesen. Mittlerweile ist schon der 7. Todesfall im Landkreis zu verzeichnen. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sieht es wie folgt aus. Es gibt 31 Erkrankungsfälle, das ist dieselbe Zahl wie am Vortag. 3 Personen sind zudem wieder genesen. Aktuelle Fragen rund um die Corona-Krise haben wir in einem Skype-Interview mit Rechtsanwalt Hagen Döhl geklärt. Aktuelle Fragen zur Corona-Pandemie haben wir mit Rechtsanwalt Hagen Döhl in einem Skype-Interview geklärt. Ja, Herr Döhl, was ist denn der Unterschied zwischen einer Ausgangsbeschränkung und der derzeitigen Kontaktsperre? Die Ausgangsbeschränkung, von der wir reden, bezieht sich darauf, dass wir alle aufgrund der gegenwärtigen Situation unseren häuslichen Bereich möglichst wenig verlassen sollen. Der häusliche Bereich ist also das eigene Wohnumfeld, das das Oberverwaltungsgericht in einer Entscheidung am Dienstag konkretisiert hat mit einem Bereich etwa 15 Kilometer Radius um den eigenen Wohnort. Das ist das, was das Oberverwaltungsgericht da gesagt hat, der Bereich, den man entweder zu Fuß oder per Fahrrad eben normalerweise so erreicht, wenn man sich im häuslichen Umfeld bewegt. Das soll verhindern, dass zu große Menschenbewegungen stattfinden. Es ist natürlich, bleibt natürlich erlaubt,
der beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Es bleibt erlaubt, einkaufen zu gehen, also sich zu versorgen. Es bleibt erlaubt, Sport zu treiben im häuslichen Umfeld. Es bleibt erlaubt, sich an der frischen Luft zu bewegen. Das ist also das, was Ausgangsbeschränkung ist. Ohne triftigen Grund sollte man eben das Haus nicht verlassen. Alles, was diese Ausnahmen betrifft, sind dann eben triftige Gründe. Und die Kontaktsperre ist dagegen die Vermeidung oder auch Vermeidung angelegt größerer Menschenansammlungen. Deswegen, wenn man sich also zum Beispiel im häuslichen Bereich bewegt, dann nur entweder mit den Personen, die im gemeinsamen Haushalt mitleben, also mit der eigenen Familie in der Regel, oder maximal mit einer weiteren Begleitperson. Das, was wir teilweise so in den Einkaufsmärkten sehen, dass ganze Familien jetzt einkaufen gehen, ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, weil das natürlich auch wieder das Potenzial dafür hat, eventuell den Erreger zu verbreiten, wenn er denn mitgetragen wird, oder ihn eben aufzunehmen von anderen Kunden, die den Markt aufsuchen. Also das ist angelegt auf die Verringerung der Kontakte der Menschen untereinander. Social Distancing, wie es auch heißt, ne? Nun ist es ja so, wenn ich jetzt zu Hause mit meinem Lebenspartner lebe, herrscht ja diese Abstandsregelung nicht. Wie ist es? Darf ich jetzt persönlich meine Eltern zu Hause besuchen? Nein, das dürfen Sie eigentlich auch nicht, weil das nicht zu Ihrem häuslichen Umfeld gehört, weil das nicht Personen sind, die in Ihrem Haushalt leben und Sie die deshalb auch nicht aufsuchen sollten und eigentlich auch nicht aufsuchen dürfen. Wollen wir mal aufs Infektionsschutzgesetz blicken? Welche Punkte dort sind denn jetzt für die Corona-Zeit relevant? Da relevant sind vor allen Dingen die Möglichkeiten, die die Gesundheitsbehörden haben, der Landkreise, nämlich zum Beispiel diese Quarantäne anzuordnen, die Kranken natürlich auch ins Haus zu stecken, beziehungsweise dann ins Krankenhaus, wenn sie dann dahin gehören, wenn sie behandlungsbedürftig sind. Das ist also die eine Seite, dass also die Behörden handlungsfähig bleiben, um nach Möglichkeiten zu suchen, die weitere Verbreitung des Virus auszuschließen, wird man kaum sagen können, aber zumindest zu verlangsamen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich die Regelungen, die die Betroffenen dann für sich in Anspruch nehmen können. Zum Beispiel Entschädigungsregelungen. Wenn jemand unter Quarantäne gestellt wird, dann kann er seiner beruflichen Tätigkeit, wenn er nicht von zu Hause aus arbeiten kann, in der Regel nicht nachgehen. Und deswegen hat er zunächst mal bei der Quarantäne ja einen Anspruch darauf, dass, wenn er Arbeitnehmer ist, sein Arbeitgeber trotzdem die Vergütung weiterzahlt und den Entschädigungsanspruch nach § 56 Infektionsschutzgesetz dann geltend machen kann, also dort die Entschädigung für diesen Aufwand ohne die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu erhalten geltend machen kann. Selbstständige können direkt auch nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes dort entsprechende Entschädigungen geltend machen. Das sind doch die häufigsten Fragen, die wir jetzt in unserer beruflichen Praxis zu diesem Thema dann haben. Ist das Infektionsschutzgesetz eine Rechtsgrundlage für die derzeitige Allgemeinverfügung? Teilweise ja, weil alles das, was die Landkreise, die Gesundheitsbehörden zum Beispiel der Landkreise gegenwärtig anordnen und festlegen, hat seine Grundlage im Infektionsschutzgesetz. Wir haben eine relativ föderale Struktur. Das heißt, wir sind kein Zentralstaat. Die Bundesrepublik ist kein Zentralstaat, der jetzt in diesen Fragen, in Gesundheitsfragen, in gesundheitspolitischen Fragen, in Gesundheitsvorsorgefragen zentral regiert wird. Das ist alles Ländersache. Deswegen ist das alles, was auf Bundesebene stattfindet, mehr oder weniger, der Versuch, das Ganze ein wenig einheitlich zu organisieren und unter den Ländern abzustimmen. Ich sage mal immer, die Bundesregierung ist da mehr oder weniger der Moderator für die einzelnen Länder. Deswegen haben wir in den einzelnen Bundesländern auch teilweise etwas abweichende Regelungen, auch wenn ich zumindest mal den guten Willen erkenne, da eine gewisse Einheitlichkeit herbeizuführen, auch wenn das nicht in jeder einzelnen Frage gelingt. Aber für alles das, was da angeordnet wird, ist in der Regel schon dieses Infektionsschutzgesetz die Rechtsgrundlage, ja. Weitere Fragen rund um die Corona-Krise beantwortet Ihnen Rechtsanwalt Hagendöhl in unserer nächsten Ausgabe der Drehscheibe Lausitz. Sie
Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht und ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Willkommen zurück. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Bei uns im Programm geht es nun weiter mit dem täglichen Blick auf den Polizeibericht. Danach blicken wir wieder in die Historie der Region und dann gibt es noch die Wetteraussichten für morgen. Am Dienstagmorgen hat sich auf der S94 im Kamenzer Ortsteil Biela ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-Jähriger war mit seinem Mazda in Richtung Bernsdorf in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem Renault. Der junge Mann musste mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 58-jährige Transporterfahrer wurde ebenfalls verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt. Ein Mopedfahrer hat am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der August-Bebel-Straße in Olversdorf Verletzungen erlitten. Er wollte mit seiner Schwalbe nach links in ein Grundstück einbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen hinter ihm fahrenden Pkw. Die Fahrerin war im Begriff, das Moped zu überholen, wobei es zum Zusammenstoß kam. Rettungskräfte mussten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus bringen. Dazu kommt Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Bei Tiefbauarbeiten an der Parkstraße Nochten sind am Montagmorgen Mitarbeiter einer Firma auf einen munitionsähnlichen Gegenstand gestoßen. Sie informierten umgehend die Polizei. Die Beamten sicherten zunächst die Fundstelle und forderten den Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Der identifizierte den Gegenstand als eine Leuchtgranate. Die Fachleute übernahmen sie zur sicheren Entsorgung. Werden Sie Lausitzwelle Reporter? Wir waren bei einem wichtigen Ereignis nicht dabei? Kein Problem, berichten Sie doch einfach selbst. Schicken Sie einfach eine E-Mail an info@lausitzwelle.de mit den wichtigsten Informationen und ein Foto. Den Rest erledigen wir. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Im Jahre 1350 wurde der sorbische Ort Rosenthal erstmals erwähnt. Nach dem Zinsregister des Klosters Marienstern leisteten 1375 8 Gehöfte Abgaben. 1506 erwarb der Orden auch das restliche Dorf. Die älteste Gebetssäule der gesamten Region befindet sich am südöstlichen Ortsausgang in Richtung Reckelwitz und stammt aus dem Jahr 1682. Um die geistliche Betreuung des Ortes entflammte ein Konflikt zwischen dem Zisterzienserinnenkloster Marienstern und dem Domstift Bautzen. Er wurde in den 1730er Jahren für die Nonnen entschieden. Bis 1836 blieb Rosenthal in klösterlicher Verwaltung. Markantestes Wahrzeichen ist die Wallfahrtskirche, 1778 geweiht. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges brannte das Gotteshaus ab, konnte aber bereits 2 Jahre später erneut geweiht werden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts klar bei Tiefstwerten um 2 Grad. Am Donnerstag bei 19 Grad etwas mehr Wolken, der Wind weht eher schwach. Am Freitag, dem Feiertag und am Samstag überwiegend heiter, mit aber auch einigen Wolkenfeldern. Es soll an beiden Tagen um 17 Grad an Tageshöchstwerten geben.
Das war die Drehscheibe Lausitz vom Mittwoch. Alle Nachrichten finden Sie wie immer im Internet auf lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend. So Sie mögen, sehen wir uns morgen zur gleichen Zeit wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie schön zu Hause.